und morgen, da ich erfahren habe, dass die evangelische Kirchengemeinde Eckenbergstraße in nächster Zeit abgerissen werden soll, habe ich mich entschlossen, spontan ein kleines Video über die Kirchengemeinde zu drehen, weil für uns alle oder für viele aus der Gruppe viele Erinnerungen mit dieser Kirchengemeinde verbunden sind. Hier sehen wir das Erbauungsjahr 1963 und hinter diesen Fenstern fand früher unser Discoabend statt. Ja, hier oben dahinter unsere Konfirmation. Ja, hier ist der Eingangsbereich, das Jugendhaus in die Kirchengemeinde. Ja, hier in diesen Räumlichkeiten, oben und unten, fand unser Katechumenunterricht statt. Fahren Sie ruhig, Sie sind nicht drauf. Ja, mittlerweile sieht man, hat sich die Natur ziemlich breit gemacht. Ist natürlich dann spannend zu gucken, was auf dem ganzen Gelände später mal wird. Ja, für mich sind damit sehr viele Erinnerungen verbunden. Streng genommen seit der Kindheit, weil schon damals, wie gesagt, haben wir ja unsere Zeit dort verbracht. Ja, dann schwenke ich einmal in die Eckenbergstraße rein. Die sind wir früher durchgelaufen. Da ging es dann hinten über die Brücke, über die A40 nach Hause in die Postsiedlung zur Fünfhandbank. Ja, und jetzt gucken wir in Richtung Kreis Süd. Da ging es dann zur Schule, zur Franziner Realschule oder zum Schwimmbad in Kreis Süd oder auch manchmal nach Steele. Desto älter wir wurden, desto größer wurde natürlich unser Aktionsradius. Hier gucken wir runter in die Kiewitzstraße. Ja, die in mehrerlei Hinsicht auch unser Leben mitgeprägt hat. Weil, wenn man der bis zum Ende folgt, mündet sich ja dann später in der auf der Kreierstraße. Und da war ja dann auch unser Kino, das Filmeck, das Öhrchen, der Sport. Platz des DJK Krein 09, zu dem es ja ging und so weiter und so fort. Da habe ich ja mal Fußball gespielt. Also viele Geschichten, nicht nur von mir, sondern von euch auch. Ja, nochmal mit einem Blick, Rundumblick auf das Gebäude will ich das Video schließen. Das ist jetzt ein relativ langes Video. Ja, und das soll es gewesen sein. Ja, ich sage herzlichen Dank. Ich hoffe, macht euch ein bisschen.